Action. Oh Mann. Ja, herzlich willkommen bei Prosimo. Mein Name ist Simon Hischel. Kfz-Meister, Elektroingenieur und Gründer von Prosimo, meinem eigenen Startup-Unternehmen. Und ich möchte euch heute mal zeigen, weitere Projekte mit unseren Prosimo-Kids, die wir natürlich hier alle selbst entwickeln. Nur mal ganz kurz, um darauf einzugehen, bevor ich wieder vergesse. Ja, wir sind Entwickler und Hersteller von unseren eigenen Produkten, unseren eigenen Kits. Wir haben Umbausätze entwickelt und TÜV-zertifiziert für Small-Frame-Roller, ob es jetzt eine 50er-Roller ist, eine ET3, eine Primavera, eine Vespa 50, eine PK 50 bis 125, die Bank durch. Ja, die entwickeln wir hier, die produzieren wir hier, die bauen wir hier zusammen, testen alles und verschicken das alles von hier. Genau, und um jetzt mal was weiteres Spannendes zu zeigen, wir haben hier zum Beispiel den ersten Kunden-Workshop. Hier hatten wir die Anfrage gehabt, dass Kunden der Meinung sind, sie würden sich das selber zutrauen, Umbau zu machen. Allerdings nicht komplett, und haben gefragt, ob sie nicht bei uns mal einen Workshop durchführen könnten, wo sie ihren eigenen Roller aufbauen. Und das ist tatsächlich der allererste Workshop mit dem Kunden. Der hat den Roller komplett fertig lackiert hergebracht in Einzelteilen. Der ist jetzt hier und fängt an, erstmal sein gesamtes Fahrwerk aufzubauen, sein Lenkrohr aufzubauen, Kabelbaum einzubauen, halt alles komplett fertig zu bauen, sodass der Roller mal wieder aussieht wie eine richtige Vespa. Von den Trittleisten, Lenkrohr etc. Und dann ab morgen im nächsten Schritt fängt er dann an, halt seinen Elektromotor einzubauen, seine Leistungselektronik einzubauen. Ja, und dann, wenn alles nach Plan läuft, ab Mittwoch wird dann an den TÜV vorgestellt. Der Kunde hier hat jetzt auch keine Fahrzeugpapiere gehabt. Der hat lediglich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung gehabt von der Polizei, dass der Roller nicht geklaut ist, mit einem Kaufvertrag dazu. Und dadurch kann er dann mit unserem Gutachten beim TÜV eine neue Betriebserlaubnis erstellen lassen und anhand der Betriebserlaubnis die Betriebserlaubnis quasi am Straßenverkehrsamt erteilend bekommen. Ja, und dann ist er damit fertig. Wir haben heute noch was Spannendes. Wir haben heute unsere Lieferung bekommen von unseren neuen Elektronikgehäusen. Und da würde mich tatsächlich auch mal eure Meinung interessieren, euer Feedback interessieren. Hier, wie ihr seht, wir sind ja aktuell mehr so in dem Grau gewesen, im strukturierten Grau. Jetzt haben wir noch einen neuen coolen Look gemacht, wo wir hier so mehr so ins Schwarz-Matte gehen, leicht gräulich gehen. Ist aber auch eine schöne Haptik. Es ist ein etwas rauerer Lack, was ziemlich cool aussieht. Hier beim Elektronikgehäuse kann man auch richtig gut sehen, dass wir die Lüftungsschlitze, die Rippchen, die wir hier haben, genauso wie unser Branding, schwarz lackiert haben. Das sieht total geil aus. Meine Meinung. Aber wir haben natürlich auch überlegt, ob wir das Ganze nicht noch ein bisschen mehr in Richtung Alu gehen. Das heißt, dass wir so eine mehr die Alu-Optik haben, so wie es der Motor quasi ist, wenn er vom Glasperlenstrahlen kommt. Jeder kennt es ja, so einen richtig schönen, frisch geputzten Motor von Motorinstandsetzung. Die sehen dann alle schon so ein bisschen sauber aus, so wie hier beispielsweise. Das sieht wirklich aus wie frisch Sand gestrahlt. Also man könnte es jetzt mal überbürsten, dann wäre es nicht mal ganz so glänzend. Aber gut, es ist der Hammer. Meine Meinung, es ist der Hammer. Da würde mich total eure Meinung interessieren. Was jetzt hier noch ein bisschen cooler wäre, ist, wenn wir hier vielleicht sogar noch die Rippchen schwarz hinterlegen würden. Das würde noch fetter aussehen, noch ein bisschen wertiger sein. Genau, ja, das ist schon mal cool. Unsere neue Charge, wir sind ja auch am Bauen. Unsere Produktionslinie ist wieder voll im Gange, so wie wir es ja auch gesagt hatten. Wir müssen hier so ein bisschen aufholen. Wir haben echt viele Bestellungen. Danke dafür. Hier sind zum Beispiel gerade Stefan und Micha gerade dabei, Elektronikgehäuse aufzubauen. Ja, die werden aufgebaut, je nachdem, was die Kunden bestellt haben. Haben sie einen 50 km/h Kit bestellt mit einem Akku. Dann ist das zum Beispiel eins. Haben sie einen 50 km/h Kit bestellt mit zwei Akkus. Das ist sowas, was Stefan gerade aufbaut. Entsprechend variieren immer die Kabelbäume, die wir haben. Oder die Steckverbindungen, die wir haben. Ich sehe gerade, bei Stefan ist es sogar ein 100 km/h Kit. Das sieht man hier an dem Stecker und den ganzen Kabelstrang, der ist ein bisschen größer ausgelegt. Und der Kabelquerschnitt ist größer, der Stecker ist größer, weil eine höhere Last quasi über einen und den gleichen Kabel
bauen muss als bei dem Doppelbatterie-Kits, da hat man ja zwei. Hier werden gerade die Elektromotoren zusammengebaut, die Gehäuse sind zu, die Reifen sind drauf. Jetzt warten wir auf die Schwingen. Die Schwingen beispielsweise hier unten. Hier haben wir natürlich immer für jedes Kit immer eine Schwinge. Die Schwinge sind bei allen Kits gleich. Und hier unten sieht man auch, hier sind unsere Kennungen drauf. Das heißt wirklich nur die Schwingen mit unserer Kennung sind auch unsere TÜV-zertifizierten Schwingen, die alle geröntgt sind, getestet sind, zertifiziert sind, wie jedes einzelne Bauteil bei uns. Genau. Dann haben wir hier, ja, hier sieht man mal, hier haben wir den ersten Motor fertig. Der Kunde wollte die schwarzen Cover haben mit dem schwarzen Gehäuse, was auch ziemlich cool aussieht. Da warte ich jetzt quasi regelrecht auf den Prüfstand. Hier haben wir unseren Leistungsprüfstand, der wird dann im Motor eingespannt, wird dann einmal, Software wird geflasht, wird in Endgeschwindigkeit gelaufen, geprüft, ob wir da ankommen. Und dann wird das Ganze natürlich auch nochmal auf Bremse getestet, ne, ob die mechanische Bremse funktioniert, ob die Rekuperation funktioniert, ob die Sicherheitsfeature funktionieren, Bremsanschlag etc. Genau. Jetzt haben wir hier unsere wunderschöne Vespa 50 mit dem 80 km/h Satz. Wahrscheinlich das letzte Video, was wir mit ihr drehen. Dann geht die nämlich zum Kunden, der ist schon ganz heiß und möchte den Roller endlich mal haben. Aber ich möchte gerne die Situation nochmal nutzen, um euch den Roller noch einmal vorzuführen. Wir hätten wirklich viel Nachfrage gehabt. Mensch, was ist denn eigentlich bei dem 50er oder 80er Kit? Wie sieht das aus? Was muss man machen? Kann man Akku rausnehmen? Kann man am Fahrzeug laden? Ich will euch hier mal eben kurz zeigen. Auf der Seite, Jan, komm noch mal eben rüber. Ich mache hier mal eben die Klappe auf. So, ich mache die Klappe am besten mal eben ab. Das kann man hier nämlich wunderbar sehen. Da, wo der Verbrennungsmotor war, sitzt jetzt die Steuereinheit. Da, wo der Verbrennungsmotor festgeschraubt war, das heißt, wir haben einmal hier vorne die Traversenschraube und hier mitten die Stoßdämpferschraube, genau da wird die Schwinge eingehangen. In der Schwinge, wie wir es vorhin gesehen hatten, da wird der Elektromotor eingebaut, da ist die Trommelbremse im Elektromotor drin, da ist der Kabelstrang langgelegt, so dass es Plug and Play in die Steuerelektronik passt. Die Steuerelektronik, die wird am Rollerrahmen festgeschraubt. Da ist hier hinten über der Schwinge ist ein Blech, das wird mit zwei Schrauben an der Karosserie befestigt. Da kommt dann die Steuereinheit ran. Und ja, wenn dann die Stecker zusammengesteckt, dann kommen noch weitere Sensorstecker in den Bauraum der Vespa. Vorne haben wir den Gasgriffsensor. Wir nehmen nur einen Gasgriffsensor, einen Heusensor, der Automotive geprüft ist, aus verschiedenen Sicherheitsaspekten, wie beispielsweise klemmende Seilzüge, klemmende Bauanzüge. Ich meine, wer Vespa gefahren ist, kennt das so gut, dass öfter mal ein Bauanzug klemmt. Und wenn man sich überlegt, hier bei dem Antrieb hier mit über 170 Newtonmeter, wenn hier der Bauanzug klemmt, das ist nicht mehr zu halten. Das ist echt kein Spaß. Deswegen gehen wir ausschließlich auf Automotive geprüfte Gasgriffsensoren. Da haben wir in der Software und in der Hardware eine gewisse Redundanz drin, das heißt Sicherheit drin, um entsprechend gut zu fahren. Die Regelung und die Akkus, die würde ich nochmal eben zeigen. Moment, setzen wir kurz den Deckel hier wieder gegen. So, jetzt haben wir hier das Doppel-Akku-Kit. Hier sind zwei Akkus in die Karosserie integriert. Beide Akkus sind entnehmbar. Ich brauche hier nur klack, klack, Stecker abmachen auf beiden Seiten. So, und dann kann ich hier den Befestigungsband einmal lösen und kann beide Akkus nach oben rausziehen. Und kann sie einmal zu Hause laden, im Büro laden, überall laden, außerhalb des Fahrzeugs. Genau, wenn ich das aber nicht möchte, wenn ich die Akkus im eingebauten Zustand laden möchte, gibt es optional auch einen Moment. Klack. Klack. Möglichkeit am Fahrzeug zu laden, das ist hier dieser Stecker. An diesen Stecker können wir hier das Ladegerät anschließen, wir können die Sitzbank zuklappen, wir können die Sitzbank verschließen, dass keiner die Batterien klauen kann und können trotzdem unser Fahrzeug laden. Genau. Dann haben wir noch zusätzlich ein cooles Feature drin mit den Bremslichtschaltern. Wir haben jetzt hier bei dem Roller, wie wir es schon gesehen haben, das Fußbremspedal rausgenommen und haben die Bremse auf den Kupplungshebel gelegt. Haben dann aber auch zusätzlich hier unten die Bremslichtschalter am Kupplungshebel eingebaut. Einmal unter dem Kupplungshebel, aber auch in der Bremse vorne.
Es hat natürlich den absoluten Vorteil, dass wir das Bremssignal auf beiden Seiten nach hinten zur Elektronik leiten können. Und sobald wir vorne bremsen, weiß die Elektronik, ja, okay, wir bremsen. Ich prüfe den Zustand der Batterie und des Antriebs und kann dann entsprechend dann dynamisch elektrisch mitbremsen. Und somit rekuperieren wir etwas stärker als normal im Schubbetrieb und bremsen damit aber aktiv mit. Und damit erreichen wir zum Beispiel beim Bremsen mit der Vorderradbremse eine Integralbremse, weil halt beide Räder bremsen. Genau, und dann nochmal kurz zur Bedienung. Die Akkus sind drin, sind beide angeschlossen, der Roller ist aus. Wenn ich jetzt hier die Zündung einschalte, sieht man sofort, okay, das Licht hinten geht an, das Licht vorne geht an, der Tacho geht an, alles ist an. Wenn ich jetzt einfach mal so ein bisschen Gas gebe hier, merkt man, es passiert nichts. Es liegt aber daran, dass hier ein Seitenständerschalter eingebaut ist. Wenn ich jetzt Gas gebe, fährt er schon vorwärts. Genau, wenn ich jetzt natürlich die Bremse ziehe, wie man so sieht, zack, ich ziehe die Bremse und gebe jetzt Gas, dann sieht man schon, dass der Roller nicht fährt. Hat natürlich auch den Nachteil, dass man keine Burnouts mehr machen kann, aber dann müsste man im schlimmsten Fall einfach mal einen Stecker abziehen, dann kann man auch wieder Burnouts machen. Genau, diese Kit 80 Version ist 1 zu 1 gleich mit der Kit 50 Plus Version. Von der Bedienung her, von Akkus laden, von den Funktionalitäten. Nur, dass die Kit 50 Plus Variante 160 Newtonmeter hat, die Kit 80 190 Newtonmeter. Genau, der Kit 50 Plus kann man fahren mit Autoführerschein. Das ist eine 50 km/h Variante, das ist ein Kleinkraftrad, alles safe. Bei der Kit 80 Variante haben wir nachher ein Leichtkraftrad. Das bedeutet, man braucht halt einen Führerschein, Motorradführerschein A1 oder den B196, um die Roller fahren zu dürfen. Genau. Okay. Und in den kommenden Videos gehen wir mal ein bisschen mehr auf die Kits, auf die Variation der Kits ein und stellen euch mal das gesamte Team hinter Posimo vor. Genau. So, und jetzt, ich muss wieder an die Arbeit. Ciao. Und gebt uns gerne mal ein Feedback in den Kommentaren, welche Themen wir nochmal ansprechen sollen, was wir verfilmen sollen, worauf ihr Bock habt. Action. Was soll ich jetzt sagen? 5Posimo, wir sind, warte mal, ich hab mich voll. Kannst du gerne machen? Ich hab schon nicht mehr.